Willkommen zurück, meine Damen und Herren, im Medianet Spotlight Studio zum Thema Weiterbildung im Bereich strategisches Marketing and Sales. An meiner Seite begrüße ich wieder die Dekanin der WU Executive Academy, Barbara Stöttinger. Hello again, liebe Frau Stöttinger. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Frau Stöttinger, bei unserem ersten Talk vor einiger Zeit haben wir uns über die Relevanz von Weiterbildung im Bereich strategisches Marketing und Sales unterhalten. Heute möchte ich ein wenig in die Tiefe gehen, was die wirtschaftliche Funktion von Marketing in Unternehmen betrifft. Warum ist aus Ihrer Sicht eine holistische Denkweise, wenn ich das so sagen darf, immer mehr von Bedeutung? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu erkennen, was Marketing und Sales für ein Unternehmen tatsächlich bringt. Ja. Und eins meiner Lieblingszitate kommt von Peter Drucker, einem Management-Vordenker, und er sagt, the purpose of a company is to create and keep customers. Mhm. Also Kunden gewinnen und halten, das sind die Kernaufgaben im Marketing und Sales, und somit ist ganz klar, dass diese beiden Disziplinen eine sehr zentrale Rolle in einem Unternehmen spielen. Um hier aber auch so quasi diese zentrale Bedeutung voll zur Geltung zu bringen, brauchen Marketing und Sales Leute ein sehr gutes betriebswirtschaftliches Wissen, weil sie ja auch zu ihren Counterparts im Unternehmen anschlussfähig sein sollten. Sie sollten diese Sprache verstehen, sie sollten wissen, was Finance, Controlling Leute von ihnen haben wollen, die gesamte Organisation. Und daher reicht es nicht nur aus, Experte oder Expertin im eigenen Fachbereich zu sein, sondern man braucht diesen breiteren betriebswirtschaftlichen Überblick, und ich glaube, heutzutage immer wichtiger sind auch die Leadership Skills. Sie sagen es, ja, richtig. Erwartet mich das auch bei Ihnen auf der WU Executive Academy, dass tatsächlich ein praxisorientiertes Wissen vermittelt wird von den Vortragenden, weil klar ist, Theorie ist sehr, sehr wichtig und analytisches Denken gar keine Frage, aber die Erwartungshaltung, die ich mitbringen würde, wäre schon, dass ich dort das auch mit Vortragenden zu tun habe, die aus der Praxis kommen. Ich nehme an, das ist bei euch der Fall. Also glauben Sie mir, ich habe alle Vorurteile schon einmal gehört, die man einer Universität gegenüber haben kann. Wir sind zu trocken, wir sind zu theoretisch, kann ich das brauchen, was ich dort lerne. Mhm. Ich glaube, der große Vorteil einer etablierten und international renommierten Institution wie der Wirtschaftsuniversität Wien ist, dass nicht nur an der Universität viele Kolleginnen und Kollegen in ihren Fachbereichen arbeiten, sich sozusagen mit ihren Themen sehr intensiv auseinandersetzen, sondern durch die Reputation haben wir es auch vergleichsweise einfach, auf exzellente Praktiker und Praktikerinnen zuzukommen und zu sagen, wir laden Sie gerne ein, Ihr Wissen, Ihre Erfahrung gemeinsam mit den Kolleginnen von der WU im Hörsaal zu teilen. Mhm. Und wenn wir an das Lernen denken, das im Hörsaal stattfindet, dann ist es nicht nur von der Person, die vor einem steht, ja, also die Praktiker und Praktikerinnen oder die Kolleginnen und Kollegen von der WU, sondern genauso von denen, die neben mir sitzen, von ihren Kolleginnen, Studierenden und Studenten, die sozusagen neben ihnen die Hörsaalbank drücken. Okay. Ja. Alle kommen mit sehr viel Erfahrung, und es ist eigentlich dieser Austausch von Theorie und Praxis, der dieses Umfeld so super spannend macht. Ja. Frau Stöttinger, der Markt generell hinsichtlich der Angebote zu berufsbegleitenden Studien ist ja nach wie vor im Wachsen im Vergleich zu anderen Märkten, die momentan eher rückläufig sind. Aber welche Faktoren sprechen schlussendlich für ein berufsbegleitendes Studium bei Ihnen auf der WU Executive Academy? Unabhängig davon, ob Sie zu uns kommen oder nicht, ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, geht es immer um Qualitätsindikatoren. Ja? Und die Qualität eines Programms können Sie ablesen an Akkreditierungen, zum Beispiel internationalen Akkreditierungen, wo die Expertinnen und Experten aus unserer Industrie sozusagen zu verschiedenen Institutionen gehen und sich ansehen, was passiert dort. Ja? Ist die Qualität, der Qualitätsstandard in der Lehre und auch in der Weiterbildung internationalen Standards entsprechen? Das wäre die erste Möglichkeit. Man kann sich Rankings anschauen, die man als zusätzlichen Indikator heranzieht, die Reputation der Institution. Mhm. Ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist immer, Ihre Zeit ist beschränkt. Man muss eine wirklich gute Entscheidung treffen und sagen, ich kann nicht viel ausprobieren, es muss beim ersten Mal funktionieren. Und da sind diese Qualitätsindikatoren natürlich noch einmal wichtiger. Mhm. Ein internationaler Markenbotschafter würde jetzt an dieser Stelle sagen, WU Executive Academy, what else?
Ja, und wo sonst als wie auf der WU Executive Academy? Danke, Frau Stöttinger, für die Expertise auch in diesem Bereich, die Sie uns heute mitgebracht haben. Ich hoffe, dass wir auch wieder für Sie die Wichtigkeit der Weiterbildung im Bereich Marketing und Sales vermitteln konnten. Im dritten Teil dieser Serie werden wir das berufsbegleitende Bildungsangebot der WU Executive Academy genauer unter die Lupe nehmen. Machen Sie es gut.